505 Games. Variable State. Oder so ähnlich. Virginia oder Virginia. Bitte Enter drücken, um die Geschichte zu beginnen. Jetzt auf dieses Spiel muss ich sagen, bin ich von einem Kommentar von einem anderen Let's Player gekommen. Oh, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Martyr, Märtyr und ein paar Zeilen dahinter. 7, 8, 2, 5 oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ach, zumindest werde ich von dem Kanal, den ich meine, der nämlich gerade Shallowpea spielt, den Link mal in die Videobeschreibung packen. Und wenn ich es schaffe, das irgendwie hinzukriegen, werde ich auch im Video selbst den Link zum Kanal machen. Und vielleicht zum Video. Also muss ich mal sehen, ob das bei mir schon ging, oder ob ich da schon eine bestimmte Anzahl an Abonnenten bräuchte. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas bräuchte ich, wenn ich einen Link zu jemand anderem oder zu etwas anderem machen will, glaube ich, ist so viel Abonnenten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich nur, wenn ich einen Link zu einer externen Seite machen wollte, dass ich dafür so und so viel Abonnenten bräuchte. Ich glaube, das andere konnte ich schon machen. Na egal, das werdet ihr ja sehen. Was denn mal? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Zu einem neuen Let's Play zu Virginia. Wie gesagt, ich bin halt durch einen Kommentar von Märtyr auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Halt bei seinem Shallowpea Let's Play. Das Shallowpea-Spiel, das hatte ich mal bei Humble Store mal umsonst abgegriffen. Hat das mit ihm geteilt und das spielt er halt jetzt. Und vielleicht spiele ich das auch mal und mache auch ein Let's Play davon. Na gut, was geht's bei diesem Spiel? Gute Frage. Irgendwie um Morde, FBI kommt dann damit vor und irgendwie solche Sachen. Also wirklich habe ich mich jetzt auch noch nicht ganz damit beschäftigt. Was soll das Spiel sein? Also so ein bisschen wie Firewatch, wenn ihr das kennt. Habe ich auch auf meinem Kanal im Übrigen. Ist also jetzt, sag ich mal, kein Spiel, wo du jetzt wie ein richtigen Adventure, sag ich mal, etwas kombinieren musst. Kombiniere A mit B und bringe dann Gegenstand zu Gegenstand C, dann passiert irgendwas oder so derartiges, sondern soll mehr eine Art Walking Simulator sein in dem Sinne. Du läufst rum und die Geschichte passiert mehr oder weniger so Anführungszeichen nebenbei. Irgendwelche großartige Action-Einlagen und Gewalt soll es ja nicht geben. Sondern einfach nur eine nette kleine Geschichte, die erzählt wird. Und ja, ich glaube, die Spielzeit soll 2-3 Stunden sein. Und wenn es 2 Stunden sind, wären das bei mir mit halbe Stunde Rhythmus 4 Folgen. Von mir aus 5-6 Folgen, aber schätzen wir so 4-6 Folgen. Ja, was ist das hier? Brief der Autoren. Was haben wir denn hier? Virginia wurde über 2,5 Jahre entwickelt. Schönesten Biro und Cherry Kenny spielten im Januar 2014 erstmals mit jenen Ideen, aus denen sich im März dann das erste Grundgerüst für Virginia entwickelte. Jonathan war für die Spielszenarien zuständig, Terry übernahm die künstlerische Leitung und die Leitung der Animationen. Der Komponist Lyndon Holland trat dem Team im April 2014 bei und erschuf die Musik zum Spiel sowie die Soundeffekte. Jonathan, Terry und Lyndon verfassten gemeinsam die Story. Wayne Peters trug zu den frühen 3D-Grafiken bei und im März 2015 schloss sich der Programmierer Kieran Keegan dem Team an. Matt war für die Ausleuchtung und die visuellen Effekte des Spiels verantwortlich. Kieran hat fast alle Systeme des Spiels entwickelt und implementiert. Die unzähligen Animationen stammen von Abby Robbuck und Pink Kong Studios. Mike Pearson, Steve J. Brown, Adrian D. Lure und Scott Hughes oder so ähnlich. Stephen Brown gestaltet einen Großteil der Schauplätze, Kulissen und Figuren. Carlo Aquila war der unermüdliche Produzent des Spiels. Die Musik wurde vom Prager Philharmonischen Orchester im Smeggy Music Studio unter der Leitung von James Fitzpatrick eingespielt. Ohne ein großes Maß an Glück, günstige Umstände und die persönliche und auch finanzielle Unterstützung unserer Freunde und Verwandten wäre die Verwirklichung dieses Spiels niemals möglich gewesen. Die Arbeit an Virginia war seltsam und verwirrend und wir hoffen,
dass wir ein genauso seltsames und verwirrendes Spiel erschaffen haben. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Ach, ich muss hier nach oben drücken. Geschichte spielen. 505 Spiele. Variable State. Im Sommer 1992 führte das FBI Ermittlungen in einer Kleinstadt in Virginia durch. Die folgende Geschichte entstand auf Grundlage des amtlichen Berichtes zu den Ereignissen. 505 Games Presents. Mitarbeit mit Variable State. Ich kann das zweite Wort einfach nicht so gut aussprechen, deswegen habe ich jetzt mal übersetzt. A Jonathan Burrow in Terry Kenny Production. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja, sieht ein bisschen aus wie... Virginia. Ja, sieht ein bisschen aus wie... vom Grafikstil wie Firewatch. Wie gesagt, das Spiel habe ich auch. Auf meinem Kanal. Könnt ihr euch auch mal ansehen. Ja, die Musik gefällt mir schon mal. Der Grafikstil, muss ich sagen, der gefällt mir auch. Ist natürlich jetzt keine High-End-Grafik, keine 4K Ultra 8000 HD-Grafik, wo die Spiegelung im Wasser und alles so echt aussehen, als ob wir wirklich im Spiel wären. Und ich dann vor meinem Mikrofon, wenn ich ein Stadtmikrofon hätte, davor stoßen würde, weil ich so in die Welt eingetaucht bin, und dann lache ich, streiche durch meine Haare und betone dann extrem, oh, ich habe mich gestoßen, Alter. Und ja, das war jetzt eine Anspielung auf jemand anderen. Und wer jetzt mir zusehen, vielleicht jetzt weiß, wen ich meine, ja, genau den meine ich. Ist ein kleiner Insider jetzt. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen, wen ich meine, worauf ich hinaus will. Ja, also die Musik haben sie wirklich gut hinbekommen. Evic mag solche Spiele, die, sag ich mal, eine kürzere Spielweise haben oder Spielzeit haben, aber dafür eine doch schon recht gute Geschichte erzählen. Ich meine, wenn ich Gun Home nehme zum Beispiel, habe ich auch auf meinem Kanal als Let's Play. War das genau dasselbe und Firewatch war auch nicht allzu lang. Und trotzdem sind es gute Spiele. Jetzt haben wir also eine Kiste geöffnet. Mit einem Schlüssel. Und das sind wir, wie es aussieht. Ja, so vom Grafikstil ist das ein bisschen wie Shelby. Wobei das hier ein bisschen detaillierter ist als Shelby, wenn man ehrlich ist. Also kann ich schon was machen eigentlich? Oh, ich kann schon was machen. Ich kann mich umschauen und ich sehe, wir sind im Badezimmer. Ich kann hier nur nicht einen Ausschnitt gucken. Schade. Ich wollte endlich mal wissen, wie das als Frau ist. Wenn man sie hier so sieht, hat einen Ausschnitt, einen tiefen, und man sieht nach unten und denkt sich, wow, hab ich einen Vorbau. Ich wollte immer wissen, wie das ist. Ich dachte, dieses Spiel wird mir das zeigen, wie ich mich dann fühlen würde. Na gut. Das sind also wir. Unsere Handtasche. Ich glaube, mehr kann ich im Moment nicht machen. Gut, Handtasche. Was gibt's denn hier in der Handtasche unter unserer Geldbörse? Ach, gut, Lippenstift. Ich habe schon etwas anderes erwartet. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah gut, was soll schon da in einer Handtasche zu finden sein? So, was haben wir jetzt noch? Noch das Gesicht waschen oder... Achso, ich kann jetzt schon laufen. Achso. Hier ist das Klo.
Klopapier. Ja, sieht sehr ordentlich aus hier in diesem WC. In diesem, ja, Badezimmer. Komm, mach das Licht aus. Wir müssen Strom sparen. Hallo, Licht aus. Darf ich nicht. Was haben wir hier? Firearms und noch einmal, nur mit einer 3. Hier darf ich nicht rein, das ist wahrscheinlich denn das Männerklo. Ja, das soll das Männerklo sein. Na gut, wir wollen ja jetzt nicht nochmal aufs Klo gehen. Aha, mal was sehen, was hier drin ist. Aber ich fürchte, wir dürfen hier nicht rein. Ich frage mich, für was? Ach gut, das sind ja schon Leute. Was für ein Gebäude ist das? Training Room. Na gut, wenn jetzt so Trainingsraum ist und alles, wird es wohl eine Stelle vom FBI sein wahrscheinlich. So, dass wir Schulungsraum 2b, aber setze mir das auch, wenn ich hier drüber gehe. 2a. Ah, da möchte ich mal wissen, was dann da hinten für ein Raum ist. Schwarze Bilder haben die sich hingehakt. Naja, gut. Jetzt machen wir mal was anderes. Kontaktperson. Ah! Na gut, das hinten ist halt nur Klo. Man hört aber richtig, wie sie auf ihre. Na, mit den Stöckelschuhen läuft. Schulungsraum 2a. Und 2b. Büroraum, den ich nicht öffnen darf. Hier stand doch eben jemand. Geschäftsleitung. Hallo, ich möchte mich hier mal erkundigen, wo ich eigentlich bin. Hallo, ist da jemand in diesem Gebäude noch? Ah, zumindest sind da noch zwei Leute. Hallo. Wie stehen die an hier? Ich weiß zwar nicht warum. Ist eine Durchsuchung oder gibt es hier was umsonst? Na, stell mich mal an. Mal sehen, was hier Fakt ist. Na, sie winkt die alle durch, die ganzen Leute. Mal nach hinten. Einmal vorrücken, bitte. Ja, sie sieht drauf. Ja, ja. Oh, jetzt bin ich dran. Hm, was haben wir denn da? Naja. Sie dürfen durch. Ich gehe nochmal hier bei den Einstellungen. Ich will mal jetzt sehen, weil ich habe jetzt keine Untertitel. Ich weiß es nicht, wegen Sprache Deutsch. Eine Sprachausgabe gibt es nicht, aber... Ich mache mal Untertitel, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich sonst das, sag ich mal, nicht sehen würde, weil, wenn ich jetzt sonst nicht weiß, was die für mich wollen, vielleicht hätte ich erfahren. Sieht als auf einen Notizblock, aber da steht nichts geschrieben. Irgendwie hast du keine Funktion, Frau. Du bist nur da, um wichtig zu wirken. Da steht überhaupt nichts drauf, Frau. Siehst du das nicht? Sieht mich an, denkt sich, ach, lassen Sie mich in Ruhe, junge Frau. Ich habe hier meine Arbeit zu erledigen. Ich frage mich, was für eine Arbeit? Jetzt kommt keiner mehr durch. Für was bist du eigentlich hier? Welche Funktion hast du? Oh, da klatschen welche. Ich habe Angst. Ich habe Lampenfieber. Ich habe nicht geübt, was ich sagen soll. Ich habe keine Rede vorbereitet. Ich muss dann anfangen zu stottern und... Ich merke schon, dass es mir ein bisschen mau im Wagen wird. Ich glaube, ich muss nur aufs Klo zurück. Oh nein, gehen Sie bitte vor, junge Frau. Hallo? Ah, sie will nicht. Gut. Wir setzen uns hier hin und warten, bis die fertig sind mit Klatschen. Applaus, Applaus. Och, das ist alles voll. Ich sehe euch nicht an. Ich will euch nicht sehen.
Ja, wir sind also beim FBI. Mulder, Scully, seid ihr irgendwo hier? Wunderbar, wunderbar. Ich habe viel geleistet schon. Ja, mein Chef, da freut sich auch. Auch die freuen sich. Hallo Fans. Das sind Klone. Hier sitzt er. Und er. Und er. Und die. Das ist alles unwirklich. Das sind Klone. Oh nein. Er ist auch schon hier. Und hier. Und auch hier. Das ist eine Verschwörung. Und auch dieser Mann sitzt da. Und da. Und da. Oh nein. Man hat drei Menschen. Die hat man geklont. Ich schätze mal, du hast ein perfides Spiel vor. Da vorne diese Frau mit dem Zettel, wo überhaupt nichts geschrieben steht. Leute, die geklont wurden. Und die drei Leute, die hier eben vorbeigegangen sind. Wo sind diese Leute hingegangen? Und sie hat die Tür geschlossen. Ich kann ja nicht mehr durch. Und sie steht noch da und weiß, was mir jetzt blühen wird. Jetzt gehe ich hier hoch und werfe dann einen Scheinwerfer auf ihn. Dann werde ich gerettet werden. Oder wahrscheinlich auch nicht. Ah, er gratuliert mir. Danke, danke. Ah, oder ich bin jetzt erst FBI-Agent geworden. Dass ich sozusagen meine Prüfung geschafft habe. Gedämpfter Herzschlagmesser. Was ist los? Wo sind die ganzen Leute hin? Eben wurde ich bejubelt und gefeiert. Justizministerium, US-Bundeskriminalamt, FBI. Was ist hier geschehen? Hier kann ich jetzt mich gar nicht bewegen. Ich kann also nur in dieses Zimmer gehen. Und öffne die Türe. Das Ganze wirkt jetzt auf mich etwas wie eine Art Traum. Wegen der Musik und... weil ich die Lichtschalter nicht betätigen kann. Wirkt das Ganze auf mich etwas wie ein Traum, wie gesagt, so unwirklich. Dann schätzen wir, doch können wir durch und müssen dann durch, aber schätzen wir, wir müssen erst bei den Computer vorbeischauen. Gut, ich schätze mal, wir sind jetzt in unserer Wohnung, würde ich mal sagen. Ach, das ist so eine Art offene Küche, wo der Wohnzimmerbereich hiermit integriert ist. Scheinbar sind wir erst eingezogen, denke ich mal, dass wir für die Arbeit hier hingezogen sind, würde ich mal so sagen. Hier ist unser Telefon, Computer, aber einen Fernseher haben wir offenbar noch. Ach doch, hier ist einer. Hier ist ein alter Fernseher. Ein alter Röhrenfernseher. Wahrscheinlich unser VHS-Kassettenrekorder, wie es aussieht. Der Computer ist von der Bauform, könnte das ein Windows 3.1 Computer sein vielleicht. Die Maus hier wird schon noch so eine Kugelmaus sein. Na gut, der Monitor sieht man es natürlich auch schon etwas älter. Ja, oder geht eine Wolke vorbei. Ich kann hier nicht interagieren mit dem Computer. Ich schätze mal, wir müssen in das andere Zimmer. Die Tür knarrt. Wer bist du? Hier ist schon mal das Schlafzimmer. Hier geht es wahrscheinlich in das Bad. Ja, die Tür ist auf einmal zugegangen schon. Wer bist du? Bist du mein Ehemann? Und wenn ja, warum hast du alles zugebaut, dass ich hier nicht durchkomme, Ehemann? Nein, du bist kein Ehemann, du bist ich. Sind wir tot? Sind wir gestorben? Sind wir ein Geist? Sind wir außerhalb unseres Körpers und haben eine außerkörperliche Erfahrung erlebt? Ach, sei ruhig, Wecker. Es ist schon 5:30, aber 5:30 muss ich doch schon immer in der Arbeit sein.
Na, noch Frühschicht. Nein, ich bin zu spät. Nein, es ist schon 5:30. Ich muss doch schon an der Arbeit sein. Man verlässt sich auf mich. Wie kann das nur sein? Aber jetzt sind wir erwacht. Ein neuer Morgen beginnt. Die Sonne scheint. Ich mache mal mein Licht aus. Ich habe gesagt, ich mache mein Licht aus. Licht? Nein, sie möchte das Licht nicht ausmachen. Gut, ist ja nicht meine Stromrechnung. Im FBI wirst du schon genug Geld verdienen, da kannst du das auch ruhig mal leisten. Ja, das Badezimmer ist also wirklich hier. Und Kleidung haben wir nur ein T-Shirt. Und hier sind auch einige T-Shirts. Na gut, die hat wahrscheinlich halt noch nicht wirklich alles ausgepackt hier. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Bisschen Licht, was im Fenster reinkommt. Eine Badewanne, das gefällt mir schon mal. Hier ist so eine Dusche. Obwohl, das mit der Dusche ist ein bisschen eigenartig. Ich meine, das kann man hier zuziehen, das ist nicht schlecht, das gefällt mir eigentlich schon. Falls mal jemand ist, dass man ein bisschen Privatsphäre hat. Aber was ich hier nicht verstehe, kann man den Duschkopf nicht irgendwie abnehmen, sag ich mal. Weil der ist doch schon mal fest an der Wand verbaut. Also müsste ich, wenn ich denn hier so ein Bad mit Duschen will, müsste ich unbedingt hier setzen, beim Abfluss. Aber ich setze nie beim Abfluss. Ich setze immer hier hinten, dass die Füße hier nach vorne ragen. Ich möchte doch nicht beim Abfluss sitzen. Man muss doch eigentlich den Duschkopf irgendwie abbekommen, dass man sich abduschen kann. Oder sich hinstellen kann und duscht dann. Aber dann würde doch diese Konstruktion ja eigentlich keinen Sinn ergeben. Na gut, das ist jetzt ein bisschen kurios. Ach, wie sehe ich denn heute aus? Ach, ich werde erst einmal... Oh, das ging aber schnell. Die hat sich aber schnell zurechtgemacht. Und es ist schon morgen, jetzt ist es richtig hell. Entweder hat sie Zeitreisefähigkeiten oder sie ist einfach zu langsam, um sich frisch zu machen. Nehmen wir erstmal unseren Lippenstift. Ach, sehe ich heute gut aus. Ach, leer. Oder vertrocknet wahrscheinlich. So, FBI. Da können wir uns natürlich ausweisen. Und ich sehe damit doch gleich viel, viel wichtiger aus. So sehen wir doch richtig gut aus. Adrett. Richtig perfekt. Tür öffnen. Komm, wir sehen mal aus dem Fenster. Na gut, das geht nicht so ganz. Jetzt sehen wir, haben ein bisschen rote Blätter. Ist jetzt schon Herbst. Man weiß nicht, ob vielleicht Herbst ist, wie es aussieht. Dass das Laub schon langsam, ja, bunt wird, sage ich mal. Mal sehen, ob wir jetzt an den Rechner dürfen. Er hat Disketten aufbewahrt. Kennt das noch einer von euch, dass man Disketten gebraucht hat für den Computer? Zum Beispiel, wenn ihr ein Spiel hattet und das war auf Diskette. Na gut, als das mit Disketten. Ich kenne Disketten natürlich noch. Aber dass ich, sage ich mal, jetzt immer wechseln musste wegen den Disketten, kenne ich jetzt so persönlich nicht mehr. Ich hatte zwar zum Beispiel Indiana Jones gespielt, die Teile Fate of Atlantis und Last Crusade, die ich auch als Let's Play hier bringen werde. Im Übrigen möchte ich schon mal anmerken. Oh, das ist ein Spoiler. Jetzt wisst ihr schon, was ich bringen werde noch. Aber da war ich, da gab es auch Disketten- und CD-Versionen. Die CD-Version hatte natürlich eine Sprachausgabe und die Disketten-Version halt nicht. Wobei bei den Teilen teilweise auf den Disketten-Versionen die ungekürzten Fassungen noch waren, auf der CD-Version dann die geschnittenen, auch selbst bei der deutschen Fassung, was ich mal gelesen hatte. Na ja, gut, ich habe allerdings die englischen Fassungen von den beiden Spielen, die eigentlich ungeschnitten ist, aber
die dann halt geschnitten ist, wenn ich dann einen Patch drauf ziehe, der dann die Texte und die Bildschirminhalt, sag ich mal, auf Deutsch macht. Die Sprachausgabe ist sowieso auf Englisch. Das ist halt nicht so schlimm, aber zumindest, dass halt die Untertitel und die Texte halt auf Deutsch sind. Ansonsten kann ich das auch noch auch mit Windows 3.1 mit dem Installieren. Viele Disketten erst installieren, dass man DOS installiert, besser gesagt. Ich glaube, eine Partition erstellt auf der Festplatte. Dann haben wir DOS installiert als Grundsystem. Wenn das dann geklappt hat, nachdem wir erstmal 5-6 Disketten immer reinschieben mussten, hat mir dann irgendwann mal Windows 3.1 installiert und da war dasselbe Prozedere noch einmal. Diskette rein, Diskette raus, rein, raus, rein, raus. Das war schon teilweise etwas nervig. Bei Windows 95 ging das dann teilweise schon. Hattest du ja zwar auch noch, dass man die Möglichkeit hatte, oder das heißt hatte, man musste auch DOS installieren erstmal, aber zumindest war Windows 95 auf einer CD ausgeliefert. Dass du halt nur die CD reingemacht hast und hast installiert und fertig. Aber bei der Windows 3.1 Rechner war das eigentlich noch nicht unbedingt üblich, dass diese Geräte ein CD-Laufwerk besaßen. Bei der Windows 95er zum Beispiel war das eigentlich schon mehr oder weniger Standard. Bei den Windows 3.1 Rechnern, die konnten zwar ein CD-Laufwerk schon besitzen, natürlich. Auch konnten die auch schon einen Internetanschluss besitzen, auch natürlich. Halt einen Modem. Aber dass die Teile schon standardmäßig ein CD-ROM-Laufwerk hatten, ja, das war jetzt nicht unbedingt üblich. Konnten sie haben, aber war halt nicht üblich. Und an solche Sachen wie USB-Anschluss war noch gar nicht zu denken. Die gab's, zumindest die ersten Varianten davon gab es erst bei Windows 95. Und das auch nicht bei der normalen Version, sondern bei Windows 95B. Da wurde dann die Unterstützung mit USB, dass man das überhaupt, selbst wenn du jetzt so einen Anschluss einbauen konntest, noch nachträglich, dass der Computer verstanden hat, dass man damit auch was anschließen kann. Das war erst bei Windows 95B. Und da gab es noch Windows 95C Version, die nochmal aktueller war, wo dann diese Integrierung schon ein bisschen besser war. Und dann natürlich Windows 98, da war USB schon ein bisschen verbreitet. Also wirklich viel genutzt wurde das teilweise da auch noch nicht unbedingt, weil die meisten Geräte hatten halt bei Windows 95, 98 trotzdem noch nicht unbedingt USB-Anschluss. Na gut, das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, auch wenn euch das wahrscheinlich jetzt nicht so interessiert. So, wir können also nichts machen mit diesem Rechner. Und ihr werdet das wahrscheinlich ahnen, wenn ihr auf die Uhr seht. Ich muss die Folge an dieser Stelle leider auch schon gleich beenden. Denn sonst kann ich meinen Rhythmus nicht halten mit der halben Stunde immer. Und das möchte ich nicht. Also beende ich an dieser Stelle die Folge. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge geht es natürlich dann weiter. Da werden wir sehen, wie sich diese Geschichte entfaltet, was wir beim FBI als Aufgabe bekommen, welche Fälle wir lösen werden. Und vielleicht kommen Mulder und Scully aus Akte X zu uns rüber. Und ja, mal sehen. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.